So, beim letzten Video bin ich da ein bisschen laut geworden, weil dann wieder die Corona. Ich hab das nicht so gern. Immer diese Corona. Boah, Leute, nein, will ich nicht. Ja. Aufklärung. Ärzte für Aufklärung, Polizisten für Aufklärung. Leute, reißt euch zusammen. Aufklärung bringt nichts. Die Bürger wollen das nicht. Die sind halt, wie sie sind und sind halt Corona-Jünger hier, dort und dort. Das Problem an Corona ist halt, dass das so ist. Die eine erzählt da, 200.000 hören ihr zu. Dann irgendeine Botschaft da, hören auch welche zu. Wisst ihr, eine Erkrankung ist eine Erkrankung und was Schlimmes ist was Schlimmes und so weiter und so fort. Aber wir sind über lange Zeit schon und die Viren sind auch schon über eine Zeit lang schon. Und 1920, ich wiederhole, 1969, 70, ja, insgesamt 100 Millionen verstorben an der Seuche, Grippe und so weiter. Es ist nichts Neues. Wir werden jetzt hier leider vorgeführt aus dem Jahr 2000, 2003. Das Infektionsvirus da, bla bla bla, Arte, noch einmal auf Arte. Und dann kam ja 2009 dasselbe noch einmal. 2003 war Herr Drosten am Erzählen, 2009 war Herr Drosten am Erzählen in diesen Filmen Pharmazie der Angst, ja? Und jetzt erst recht. So, ihr wollt es, ihr bekommt es, anstatt zu sagen, nein, stopp, Ende. Ich verstehe die Gastronomen nicht, ich verstehe niemanden, der sein Geschäft schließt, ich verstehe die Friseure nicht, die ihre Geschäfte schließen, ich verstehe gar nichts mehr. Tattoos, egal. Kultur, ja. Ich meine, im Moment dürfen alle, ich habe gerade für die katholische Kirche, habe ich gerade wieder was machen dürfen. Und zwar so Runddinger, also so Rundschreiben für eine Taufe. Und sah auch gut aus, was wir da gerade gemacht haben. Seht ihr, in Taufmitglieder da und Taufen über 120 Personen sind bei der Taufe erlaubt dort und werden die Taufe auch zelebrieren. Ja? So, was ab Oktober, November sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht jetzt hier mit den Fußball. Ich habe auch gerade glückliche, deswegen mache ich das Video, zwei glückliche Fußballfans. Schalke, Schalke 04. Ja, die waren glücklich und habe ich ihre Tickets ausgedruckt und sie können also jetzt zu Schalke und können sich das Spiel anschauen. Ne? Ach, herrlich. Also wie gesagt, ich bin Pflegeleiter, ich bin neutral und warum man dann von irgendjemandem doch angegriffen, aus welchem Grund auch immer, kann man ja nichts gegen machen. Es ist halt so. Bei TikTok passiert das ja leider auch. Viele LKW-Fahrer werden plötzlich von TikTok angegriffen. Man weiß es nicht warum. Ja. So, ich habe einige Videoclips wieder gemacht und ich hoffe, ihr habt es ja auch gut verstanden. Ich habe momentan viel zu tun. Wie gesagt, habe ich die Virenfilme bekommen von Arte, die ich da durchleuchten soll, weil da einige Schauspieler halt ein Showreel haben möchten, mache ich fertig. So, der Patient ist ein Schauspieler, der da liegt und SARS hat, also Covid-19. Das sind Schauspieler. Wohlgemerkt, Schauspieler, die auch, wie gesagt, hier bei Cobra 11 geschauspielert haben, dass sie keine Niere und so weiter und so fort. So, wir leben in einem Schauspiel und Corona-19 ist ein Schauspiel. Weil wenn es echt wäre, würde doch jeder, wenn es echt wäre, ganz anders damit umgehen. Ist so. Bestimmt nicht so. So, 1924, wo die erste war, wo auch wirklich 50 Millionen verstorben, die zweite 69, 70, wo auch 50 Millionen verstorben, also ist schon eine Menge. Also 100 Millionen sind daran verstorben, was damals war. Und da mussten wir auch Tüte tragen und da mussten wir auch 1,5 Meter auseinanderbleiben. So, es gab aber Wundermittel wie Contagrip. Die das eingenommen, das war eine richtig starke, dicke Tablette, sind dann von dieser meistens genesen. Ne? So. Und ja, also wie gesagt, ich finde persönlich jetzt, dass das ein Angriff ist auf die Wirtschaft, die kleine Wirtschaft, auf den kleinen Mittelstand,
weil sich die Obrigkeit schlecht benimmt, weil sich die Finanzbehörde schlecht benimmt, also alles, was mit Finanzen zu tun. So, gestern hat die Lebensmittelbranche gesagt, wir haben momentan einen Boom, wie in, als hätten wir Weihnachten. So, momentan schwelgen alle in einem satten Umsatzboom, der läuft so wie Weihnachten, so ein weihnachtliches Geschäft, wo da auch der Dollar in der Kasse klingelt. Ne? Gut, die haben auch Innovationen geleistet, sie haben ja auch gebaut, sie haben ja auch Schutzmantel aufgesetzt und so weiter. Ist ja auch nicht gerade billig, so ein Plastik, was sie da hingehängt haben und hingebaut haben. Die Kassen sind also geschützt. So, ich will also, wie gesagt, da nicht mehr drauf rumraten. Ich hatte also heute wieder Besuch. Muss sagen, ich möchte das Ganze nicht. Ich möchte auch das ganze Thema nicht. Ja? Solange wir keine Organisation haben, ein e.V. oder eine Firma, ja, für Aufklärung, wo wirklich alle rein dürfen, Polizei für Aufklärung, Ärzte für Aufklärung und so weiter. Ja? Also wo ein Mensch hingehen kann, sich aufklären lassen kann. Hallo, grüße. Computer? Nein, Kopie. Ich koche. Ja.